Ja, liebe M10, herzlich willkommen heute zu einem Erklärvideo zum Thema einstufige Zufallsversuche. Und ich will versuchen, euch das heute mal ein bisschen näher zu bringen. Wir haben hier insgesamt 12 Kugeln, 8 braune Kugeln, 3 gelbe Kugeln und eine schwarze Kugel. Diese Kugeln werden wir jetzt in ein Glas hineingeben. Das heißt, hier rein in dieses Glas. So, und ein bisschen mischen. So, und jetzt geht es in diesen Wahrscheinlichkeitsversuchen darum, also welche Wahrscheinlichkeit gibt es jetzt, eine schwarze zum Beispiel zu ziehen. Ich schaue jetzt nicht rein, ich ziehe mal hier ein bisschen weg und ich ziehe eine, was seht ihr? Das gibt es jetzt nicht, eine schwarze Kugel. Okay, das war also heute ein Glückstag sozusagen schon mal. Das ist schon mal sehr gut für dieses Video, das wird sicher super dann. Okay, wir wollen es jetzt mathematisch bestimmen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ziehe ich hier eine schwarze Kugel aus diesen 12 Kugeln heraus. Also nochmal, einstufiger Zufallsversuch. Einstufiger Zufallsversuch, das bedeutet, dass man nur einmal zieht. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ziehe ich jetzt hier eine schwarze Kugel? Nochmal zum Mitschreiben, wir haben also drin 8 braune Kugeln, 3 gelbe, eine schwarze. Das bedeutet, die Gesamtzahl der möglichen Ereignisse ist 12. So, die Formel für die Wahrscheinlichkeit lautet jetzt P ist die Anzahl der erwünschten Ereignisse, also eine schwarze Kugel, gebrochen durch die Anzahl der tatsächlich möglichen Ereignisse. Also, das macht die Sache relativ leicht. P, also die Wahrscheinlichkeit, wäre dann eine schwarze von 12 möglichen. Also 1 von 12. Das Ganze wollen wir jetzt auch als Dezimalzahl darstellen, wer es nicht mehr weiß, ganz einfach. Der Bruchstrich heißt ja nichts anderes als geteilt. Ja? Das heißt 1 geteilt durch 12. Und da kriegen wir einen Rundungswert raus. Das können wir also mit dem Taschenrechner ganz einfach bestimmen. 1 geteilt durch 12 wäre dann 0,083 gerundet. So, das wäre also unsere Dezimalzahl. Was wir auch noch machen wollen sollen, ist das Ganze jetzt als Prozentsatz darstellen. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ich jetzt die Dezimalzahl habe, was muss ich tun? Ich nehme wieder meinen Taschenrechner und tippe dann das ganze Ergebnis der Dezimalzahl, tippe ich ein mal 100. So, und wenn ich dann eingetippt habe, bekomme ich also raus den Prozentsatz 8,33%. Okay, das wäre jetzt mal das Ergebnis der Wahrscheinlichkeit dafür, eine schwarze zu ziehen. Und wir hatten heute wirklich Glück. Am Anfang habt ihr es gesehen, die schwarze wurde auch gezogen. Ja, jetzt wollen wir noch die Wahrscheinlichkeiten berechnen für die anderen Kugeln. An der Stelle Schnitt. So, zur nächsten Frage. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ziehe ich jetzt eine gelbe Kugel? Wir nehmen wieder die Formel. Also P ist gleich Anzahl der erwünschten Ereignisse geteilt durch maximale mögliche Ereignisse. Also in dem Fall wäre es dann P ist gleich 3, weil wir ja 3 mögliche gelbe Kugeln haben. 12. Das können wir jetzt wieder umrechnen. Als erstes würde ich es jetzt mal kürzen. 3 Zwölftel können wir kürzen mit 3, wäre also 1 Viertel. Und da brauchen wir jetzt unseren Taschenrechner
gar nicht, denn das können wir hoffentlich im Kopf rechnen. Das wäre dann 0,25 und das wäre dann 25%. Also mit der Wahrscheinlichkeit von einem Viertel oder 25% ziehe ich eine gelbe Kugel aus diesem Glas hier. Gehen wir zum letzten. Wahrscheinlichkeit, eine braune Kugel zu ziehen. Also mit welcher Wahrscheinlichkeit ziehe ich eine braune Kugel? Wie viele braune haben wir? Wer erinnert sich? 8 Stück sind da drin. Okay, wir setzen wieder unsere Formel an. 8 Zwölftel. Das kann ich jetzt kürzen mit 4. Kommt also raus 2 Drittel. Die Wahrscheinlichkeit wäre 2 Drittel. Wieder eingetippt in den Taschenrechner, 2 geteilt durch 3, kriegen wir raus, gerundet 0,66 und das wären dann 66,66%. Okay, das wäre jetzt einmal so die allereinfachste Stufe der Wahrscheinlichkeit von solchen Dingen aus einem Glas heraus, also wie viele oder welche Wahrscheinlichkeit besteht, dass ich eine bestimmte Farbe hier ziehe. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wenn ich diese drei Wahrscheinlichkeiten zusammenrechne, wenn ich jetzt die Wahrscheinlichkeit, eine schwarze zu ziehen und die Wahrscheinlichkeit, eine gelbe zu ziehen und die Wahrscheinlichkeit, eine braune zu ziehen, zusammenrechne. Können wir mal ausprobieren hier. Summe der Wahrscheinlichkeiten. Also, wir haben die Wahrscheinlichkeit für schwarze Kugeln. Wäre 1/12. Wahrscheinlichkeit für die gelbe. Und die Wahrscheinlichkeit für die braune 8/12. Wenn ihr das anschaut, fällt euch vielleicht auf, was die Summe der Wahrscheinlichkeiten sein könnte. Ja, wenn ich das also jetzt zusammenzähle, 1/12, 3/12, 8/12, wäre das also 12/12 oder ein Ganzes. Und die Summe der Wahrscheinlichkeiten muss eben hier immer das Ganze ergeben. Gut, sind wir schon fast fertig. Eine kleine Sache gibt es noch hinten drauf. Ja, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit deiner Meinung nach, eine gelbe oder eine braune Kugel zu ziehen? Ja, dazu müssen wir die beiden Wahrscheinlichkeiten addieren. Also, erinnert euch, Wahrscheinlichkeit, eine gelbe zu ziehen, war 3/12. Und die Wahrscheinlichkeit, eine braune zu ziehen, war 8/12. Das heißt, wenn ich das jetzt zusammen zähle, dann habe ich hier 11/12. Das wäre also die Wahrscheinlichkeit, eine gelbe oder eine braune zu ziehen. Wem jetzt diese Zahl irgendwie was sagt hier, dem fällt vielleicht auf, dass da genau 1/12 fehlt, nämlich die schwarze. Und das ist die sogenannte, das ist das sogenannte Gegenereignis, das schauen wir uns gleich noch an. Ich könnte das nämlich auch mit dem Gegenereignis berechnen. Das heißt, wenn ich jetzt die Wahrscheinlichkeit suche, eine gelbe oder eine braune Kugel zu ziehen, dann ist das Einzige, was übrig bleibt, die schwarze Kugel.
Das heißt, ich kann einfach die Wahrscheinlichkeit, eine schwarze Kugel von der Gesamtzahl abziehen. Die Gesamtzahl wäre ja 1. Das heißt, ich ziehe jetzt, nehmen wir das Gegenereignis, wäre dann schwarz. Also, und jetzt ziehe ich einfach hier von unserer 1, die Gesamtzahl aller Wahrscheinlichkeiten, die Wahrscheinlichkeit, die schwarze Kugel zu ziehen, ab. Also 1 minus 1 Zwölftel. Und dann haben wir auch wieder hier die 11 Zwölftel. Also ich könnte diese Frage hier auch mit dem sogenannten Gegenereignis lösen. Ja, das waren jetzt sehr viele Dinge in einem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen hier aus der M10 und wir sehen uns bald, spätestens nächsten Montag.